Hallo Leute, willkommen zurück bei Familie Reuss 4.0 hier in Mayfield Springs mit unserer Familie und unseren fünf nun erwachsenen Hundis. Ja, irgendwie ist es ganz cool. Ich habe aktuell Bock, Familie Reuss aufzunehmen. Ich habe noch so ein paar Ideen, was ich halt gerne machen würde. Und deswegen freue ich mich darauf, das jetzt auch gleich alles umzusetzen. Oh, du möchtest das Nektarium besuchen, das verstehe ich. Wir haben auch eins hier direkt nebenan. Ich weiß nicht, ob dich das glücklich machen würde. Corinna, aber ja, wir beginnen erstmal den Tag mit dem üblichen. So, genau. Elias steht auch gleich auf und kann frühstücken. Mara sollte gleich wach sein, genau. Und dann kannst du auch mal ein bisschen gucken, was wir machen können mit dir. Ellie, lass dich ausschlafen. Wenn du ausgeschlafen hast und dann noch Zeit hast, könntest du natürlich noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Für den Fall. Das ist die Blume des Lebens von Mara gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie die bekommen hat, aber das war, soweit ich weiß, die von Mara. Ein Kuss im Regen ist doch, glaube ich, eins der Bücher von Corinna, oder? Ich gebe das mal Corinna wieder. So, Metalle. Stimmt. Wir hatten doch Elias die ganzen Metalle und sowas gegeben. Das kann er sich vielleicht gleich mal anschauen. Hallo, Peanut. So, ich möchte gerne einen neuen Blogbeitrag schreiben. Verschwende damit bloß nicht deine Zeit. Moment. Süßungsmittel. Umrechnungen. Mal schauen, ob das was bringt. 7 Anhänger gewonnen, na, immerhin. Und wir haben neue Resort-Einnahmen. Elias möchte mal wieder draußen essen. Danke. So. Okay, schauen wir mal. Oh ja, das wäre gut, wenn vielleicht jemand auch Bounty heute noch putzen könnte. Du kannst hier mal kauen. Du kannst hier mal futtern. Du kannst da mal futtern. Was möchtest du? Den Briefträger? Nein, wir jagen hier keine Briefträger. Das finde ich nicht okay. Okay. So, du bist einigermaßen wach. Mein Plan wäre, dass du vielleicht mal 7 Uhr, ist 7 Uhr zu früh, um Leute anzurufen? Ich denke mal, es ist okay. Ich dachte, sie könnt vielleicht mal mit ihrem Freund telefonieren, ein Ferngespräch führen. In der Hoffnung, dass es nicht zu früh ist für ihn. Vielleicht ist Julius auch kein Frühaufsteher. Man weiß ja nie. So, und dann würde ich dir vorschlagen, dass du dann gleich auch mal Pilzomelett frühstücken gehst. Du bist gleich ausgeschlafen. Oh je. Und Ellie hat wieder keinen guten Tag heute. Oh, mit Julius in die Sterne schauen. Das ist schon süß. So, und dann würde ich dich jetzt nämlich mal die ganzen Sachen, die wir hier von den Tieren haben, analysieren gehen. Analysiere mal die ganzen Meteoriten und sowas, die wir haben. Okay. Also der eine ist deutlich mehr wert als ursprünglich angenommen und der andere deutlich weniger. Ich meine, das ist ja okay. Dann haben wir hier noch die ganzen Sachen würde ich, glaube ich, mal schmelzen lassen. Die auch. Und Druse könnten wir im polierten Spaltschliff vielleicht mal schmelzen. Das wäre doch gut. So. Genau, dann würde ich dich jetzt mal frühstücken lassen. Und mein Gedanke war, wenn du fertig bist mit dem Gespräch, können wir doch mal Julius einladen hierher. Der sollte dann eigentlich morgen vorbeikommen. Ich hoffe zumindest, dass das so ist. Zum Besuch einladen. Und dann kannst du auch mal frühstücken. Du machst noch ein bisschen kurz deine Hausaufgaben fertig. Genau. Wie weit sind wir denn gerade so? 15%. Okay, reicht. Können wir damit zur Schule gehen, ist in Ordnung. So. Oh ja, stimmt. Dann kannst du vielleicht danach nochmal Bounty baden. Das wäre doch super.
Genau. Hier, du kannst vielleicht mal dich mit Hazel anschmiegen. Unterknüpfen. Peanut möchte was essen. Hazel geht super soweit. Cashew geht was pieseln. Ja. Okay. Ach, du machst du das jetzt als erstes? Okay. Whatever. Mach das ruhig als erstes. Ist auch okay. So, genau. Guck mal. Und jetzt fühlt sie sich schon nicht mehr so alleine. Das ist doch schön. Sehr, sehr schön. So, ich möchte tatsächlich eigentlich nur Julius einladen zum Besuch. Das war eigentlich der Plan. Der sollte dann ja theoretisch morgen ab 9 Uhr da sein, wenn sich jetzt da nichts total verändert hat an dem System. Die Gäste werden morgen um 9 eintreffen. Sehr schön. Ich hoffe, das funktioniert auch alles. Mal sehen. Wäre zumindest ganz cool, weil das hatten wir auch vor, dass wir den hier nochmal zu Besuch einladen könnten und so übers Wochenende ist doch eigentlich gar keine schlechte Idee. Warum schafft sie es jetzt nicht rauszugehen? Okay. Computerspiele spielen. Mal schauen. So, dann kannst du vielleicht nochmal aufs Klo gehen. Kannst du mal ein bisschen in den Hausaufgaben sitzen. Freundschaft mit Corinna beenden. Okay. Und diese dramatischen Teenager an ihren schlechte Laune-Tagen. So. Peanut geht's gut soweit. Okay. Lisa, wir müssen den ganzen Hunden noch so ein paar Sachen beibringen und so. Also. Ah, das wird noch anstrengend mit den ganzen Hunden hier. Genau, und wenn du fertig bist mit Essen, fahren wir wieder zu unserer Bäckerei. Hier in Reis und dann die Bäckerei besuchen. Genau. Dann ist Hundi auch gebadet und wieder sauber. Wir haben sie zwar gestern gebürstet, Bounty, aber das hat offensichtlich nicht ausgereicht. Deswegen ist das schon ganz gut, wenn wir das nochmal machen. So, vielleicht wollen wir auch schon mal mit dem ein oder anderen Tier hier gerade spielen oder halt irgendwie was machen. Genau, vielleicht kannst du gleich mal zu Bounty, zu Peanut gehen. Also Bounty geht zu Peanut. Und ihr spielt ein bisschen. Dann Hazel ist hier hinten. Cashew ist da vorne. Okay, dann gehen wir vielleicht gerade mal zu Cashew. Und sorgen dafür, dass der sowas nicht macht. Ausschimpfen. Nee, können wir gerade gar nicht. Wir können ihn loben, auf jeden Fall fürs ordentlich sein. Warte mal, ich hole mal die Post. Und dann lobe ich ihn fürs ordentlich sein. Und dann können wir vielleicht nochmal so ein bisschen Leckerchen geben und sowas. Okay, kannst du vielleicht, weiß ich nicht, Bounty umarmen und dann hier unten absetzen? So. Kannst du hier vielleicht mal mit dem Ball spielen? Passt schon. Wir haben sogar schon geschmolzene Carbonstahlbarren. Was haben wir denn da so? Oh, wow. Den können wir verkaufen. Oh, apropos, wir haben ja hier auch noch eine Flasche der Granatapfelnektar. Haben wir schon Granatapfelnektar, ist die Frage. Wir haben. Ah ja, hier tatsächlich. Wir haben schon so viele verschiedene Nektare gemacht. Okay. Sehr schön, unser nächster Nektar ist fertig. Sehr, sehr cool. So, dann würde ich dich gerne das hier alles einmal schmelzen lassen. Und das nochmal schleifen. Dann kannst du hier nochmal aufräumen. Vielleicht hier auch nochmal die ganzen Betten machen. Das wäre doch nett. Ja, schauen wir einfach mal, wie das klappt. Wie geht's ihr? Okay. Wobei, nach der Sperrstunde draußen bleiben wollen wir heute tatsächlich. Deswegen, das würde sogar passen.
Aber ich würde die anderen Wünsche nicht wegnehmen, deswegen egal. So, wollen wir Cashew jetzt ein bisschen Jagen beibringen? Ja, ne? Wie gut sind wir eigentlich generell mit den ganzen, Hunden im Haushalt befreundet? Das wäre gut zu wissen. Okay, mit Hazel haben wir uns schon angefreundet, mit Cashew und Peanut noch nicht so sehr. Hier sieht es mit Hazel und mit Cashew gut aus und mit Peanut nicht so. Du bist mit allen noch nicht ganz so krass befreundet, da müssen wir halt echt mal gucken. Und du bist mit Peanut schon befreundet, dafür mit Hazel und Cashew nicht so sehr. Okay, okay, das ist doch in Ordnung. Der Fibna. So, okay, dann schauen wir doch mal bei Mara vorbei, beziehungsweise, bevor ich da halt fest hinreise, sollten wir vielleicht unsere ganzen Backwaren, die wir vorbereitet haben, mitnehmen, denn die wollen wir da ja verkaufen. Das wäre günstig, wenn wir die dann auch dabei hätten. Perfekten Karottenkuchen, hervorragende Pistazien-Cupcakes, perfekte Haselnussmus, einen perfekten Limettenkuchen, einen perfekten Kürbiskuchen. Karamellcustard haben wir auch noch richtig gut. Ich glaube, das war alles, ne? Ja, das hier oben sind dann Zutaten. Gut, dann ist das, was wir heute verkaufen wollen. Ich will mal testen, wie es ist, wenn wir jetzt nicht irgendwie Sims einladen, weil beim letzten Mal waren ja so viele Leute hier, weil wir einfach halt Sims eingeladen haben. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Weil wir halt Sims hierher eingeladen haben. Oh, das sieht echt lecker aus, alles. Okay, also da drüben kann man nichts mehr hinstellen, wenn ich das richtig sehe. Genau, das heißt, wir können, wenn dann nur noch da vorne irgendwie was reinstellen. Okay, also 6 Sachen. Ja, also hier würden schon noch 5 hinpassen. Aber wir machen es erstmal so. Und dann würde ich sagen, können wir den Laden bedienen. Was hatten wir nochmal für Öffnungszeiten festgelegt? Ja, 11 bis 21 Uhr, dann passt das doch. Dann sind wir sogar sehr pünktlich in unserem Zeitraum hier. Das ist doch sehr schön. Dann gucken wir mal, ob Sims vorbeikommen. Und wie gesagt, ansonsten lade ich halt einfach Leute ein. Das ist ja auch okay. Aber hauptsächlich soll sie da jetzt tatsächlich einfach rumstehen und ein bisschen mit ihnen. In der Hoffnung, dass Leute kommen. So. Okay. Genau, du machst gerade die Betten. Dann kannst du das Bett hier noch machen. Gibt es hier gerade noch was zum Saubermachen? Nö. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass wir vielleicht mal den Müll rausbringen sollten. Das ist immer eine ganz gute Idee. Und dann, wenn hier sonst nichts mehr zu säubern ist, war es das, glaube ich. Dann können wir vielleicht mal zu Corina hier rausgehen. So, schauen wir doch mal. Kommen denn hier Sims vorbei? Hier ist er! Oh mein Gott, jemand hat schon was gekauft! Clay Taylor, danke! Der hat, glaube ich, schon den Limettenkuchen gekauft. Wir haben gerade mal 20 Minuten offen und jemand war schon da. Oh, das macht mich sehr happy. Das freut mich so sehr, wie gut das klappt. Irgendwie, ich weiß nicht, bei Maya und Mika hat das nie funktioniert, aber vielleicht auch, weil wir da nie bedient haben. Ich weiß nicht, ob das den Unterschied macht. Das würde mich echt interessieren. Ich finde das sehr, sehr cool. Und die nächsten die kommen tatsächlich von sich aus hierher. Oh, das macht mich sehr happy. Okay, Clay ist hier aber richtig begeistert von unserem Gebäck hier, wie das aussieht. Das ist doch nice. Ach, guck mal, Michelle. Oh mein Gott, der kauft unseren ganzen Laden leer hier, Clay. Vielleicht haben wir auch Michelle, die haben wir ja gestern im Schwimmbad entdeckt. Vielleicht haben wir der ja auch erzählt von unserem Laden und deswegen sind sie halt alle hierher mal vorbeigekommen. Das finde ich richtig cool. Das finde ich richtig nett, Michelle. Dass ihr alle mal hierher kommt und euch das anschaut. Valerie! Oh mein Gott, Leute. Das hatte ich gar nicht erwähnt, ne? Aber ich glaube, Valerie ist wieder schwanger. Das ist das dritte Kind. Die haben eigentlich nur Platz für 2 Kinder. Also sie haben Platz für ein Doppelbett und sie haben halt dann noch ein Kleinkindbett. Also theoretisch haben sie Platz für 3 Kinder, wenn die ersten beiden halt alt genug sind. Wie alt sind deine beiden Kinder? Naja, also Bina und ein Baby wird vielleicht ein bisschen kritisch, aber die haut hier Kinder raus, eins nach dem anderen.
Okay, erst kauft er drei Kuchen von uns und jetzt schreit er irgendwas im Laden rum. Naja. Als zahlender Kunde ist das okay, kannst du ruhig mal machen. Bisschen verwirrt bin ich trotzdem. Wo ist Valerie hin? Ich glaube, sie ist abgehauen. Okay. Aber ja, scheinbar ist Valerie da. Und ihr beiden hier hinten spielt Saftpong? Okay, finde ich cool. Valerie ist hier! Hi! Okay, dann möchte ich auf jeden Fall gleich Hallo sagen. Kauf sehr gerne ein Gebäck von uns. Auf jeden Fall, Valerie. Wir sollten sie auf jeden Fall gleich mal umarmen. Okay, sie mag unsere Sachen nicht. Ich ignoriere das einfach mal, weil du unsere Tante bist. Aber ansonsten wäre das sehr enttäuschend. Gut, dann würde ich aber tatsächlich sagen, könnten wir mal Corina um ein Date bitten. Das wäre nämlich so mein Gedanke für heute, dass wir das mal machen. Los geht's, ihr beiden. Genau, und dann kannst du ihn vielleicht schon mal verliebt umarmen, denn das hast du auch schon länger vor. So, immer noch die Wange streicheln und ihn küssen und sowas. Genau. Wie geht's den Hundis hier denn? Vielleicht kannst du gerade noch mal hier drüben kauen. Oh, die beiden spielen. Sehr schön. Ja, euch geht's eigentlich soweit echt gut. Vielleicht sollte da jemand noch mal kauen und schlafen gehen. Aber ansonsten passt das doch alles sehr gut. Und wir gucken mal hier bei Mara. Rashad. Rashad möchte, möchte eine Party feiern. Verbessere deine Schreibfähigkeiten. Ja, das können wir machen. Aber was mein größeres Problem ist, seit wann ist denn Rashad ein Senior? Rashad ist ein Senior? Und wie lange hat Samuel noch, bis er ein Senior ist? Den muss ich auf jeden Fall ein Umstyling geben. Der hat gerade so richtig langweilige Latzhosen an. Aber Elias hat ja auch nur noch 17 Tage, bis er älter wird. Das heißt, bei Samuel wird es ja noch weniger sein. Also, bald ist er auch ein Senior. Denise Walker und Dean Flores sind hier im Tee trinken. Sehr schön. Ich unternehme gerne etwas. Wo kann man hingehen, um Spaß zu haben? Wir schauen mal. Wir schauen mal, wo wir hingehen wollen. Ich dachte, wir könnten vielleicht hier in den Park gehen. Genau, dann könnten wir vielleicht mal mit dem Date hier hinfahren. Das wäre so ein bisschen ein Gedanke. Und genau. Mara unterhält sich ein bisschen mit Valerie hier. Vielleicht können wir. Mit unserem Wirtschaftsabschlussprall vielleicht. Willst du noch was kaufen? Mehr gerne. Clay, du bist unser Lieblingskunde aktuell, aber nerv nicht. Sehr bitte. Bitten, sich von Ethan zu trennen? Nein, bitte nicht. Mit sowas fangen wir nicht an. Ich glaube, ihr bekommt zu viele Kinder. Ihr solltet euch trennen. Richtig gute Idee. Nein, wenn sie happy ist, dann freue ich mich auch. Vielleicht können wir noch ein Foto zusammen machen. Das wäre doch süß. So, ihr seid unterwegs hier. Sehr schön. Okay, du hast was gegessen. Wir haben alle unsere Klassenkameraden kennengelernt. Wen haben wir denn Neues kennengelernt? Vanessa. Ah, eine Babysitterin. Ja, okay. Wait, what? Was haben wir gerade? Was haben wir gerade erfüllt? Egal, wir machen jetzt mal nach Sperrstunde draußen bleiben mit rein, weil das möchte ich tatsächlich gerne machen. Ich glaube aber, das zählt gar nicht mehr, weil in 10 Stunden schon unser Dingens vorbei ist und ich habe hier die Sperrstunde verringert. Yes, danke, Kaylin! Dean, danke! Wir verdienen echt nicht viel Geld damit, ne? Seht ihr, wie wenig Geld wir damit verdienen? Aber egal! Wir haben was verkauft. Es geht nicht darum, Geld zu verdienen. Also bei Familie Reus mit über 200.000 geht es zumindest aktuell, in dieser aktuellen Generation, nicht darum, jetzt krass viel Geld zu verdienen. Vor allem nicht hiermit. Das ist halt wirklich mehr so ein Hobby von ihr, was sie einfach gerne machen möchte. Vanessa wirkt aber cool. Genau. Du bist dabei, im Unterricht teilzunehmen. Und gleich ist auch die Schule vorbei.
Vielleicht wollen wir hier drüben noch mal irgendwie ein bisschen was Spaßiges machen, bevor wir losgehen. Vielleicht können wir hier unten noch irgendwas machen. Oh, vielleicht kannst du hier ein bisschen erfinden gehen. Warte mal, hast du? Ja, du hast ein paar Teile. Dann erfinde da unten mal noch so ein bisschen was. Bevor wir heimgehen oder bevor wir woanders hingehen, weil ich habe eigentlich auch was geplant, was wir mit ihr machen könnten heute. Nee, nicht Eier auf das Haus eines Sims werfen. Das hatte ich eher nicht geplant. So, wir werden nicht die Freundschaft mit Mario beenden. Und dann war der Plan, dass wir zusammen hier zum Herbstfest gehen. Es ist nur nervig, dass es gerade regnet. Ja. Aber es regnet hier gefühlt eh jeden Tag. Was sehr nervig ist. Vielleicht können wir zusammen einfach ins Gruselhaus gehen. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Warum muss es denn hier jeden Tag regnen? Ach, das ist so schlimm. Ich will doch nur irgendwie süße Dates und so Dinge haben. Okay, ein Kuchen muss noch gekauft werden, bitte. Und dann bin ich happy. Dann könnt ihr auch alle wieder gehen. Hier, wie sieht's mit dir aus, Chris? Chris White. Wait. Bist du nicht ein Ex-Freund? Bist du nicht unser Ex-Freund oder irre ich mich gerade? Oh ja. Benimm dich, Chris. Ich meine, es ist schon länger her. Wir könnten ihm ja mal Hallo sagen, oder? Dann. Wir können auch irgendwie nicht normal mit ihm reden, ne? Wir können mal über den Regen reden. So. Hi, und? Na, es regnet irgendwie voll viel aktuell. Wow. Möchtest du vielleicht den letzten Kuchen kaufen, Valerie? Vielleicht können wir uns ja so ein bisschen Chris wieder annähern. Also nicht annähern in dem Sinne, aber halt, weiß ich nicht, dass wir ihn nicht so sehr hassen oder ihn so unangenehm finden, wie es gerade der Fall ist. Nein. Indem wir über das Wetter reden. Wow. So, ihr wollt beide ein schönes Date haben. Das kriegen wir bestimmt hin. Lasst uns doch beide mal hier ins Gruselhaus gehen. Das ist doch schon mal ein guter Anfang für ein Date. Und dann gucken wir mal, wer hier den letzten Kuchen kauft von euch. Oh, und wisst ihr, was nämlich auch süß ist? Habe ich drüber nachgedacht. Valerie wohnt ja da hinten. Das heißt, wenn Mara hier nebenan zieht, sind die quasi Nachbarn und dann sehen sie sich die ganze Zeit. Das finde ich sehr süß. Chris ist künstlerisch gut und hat einen leichten Schlaf. Okay. Oh, und er ist scheinbar ein Handwerker oder sowas. So, lass uns mal noch ein bisschen weiter bedienen, in der Hoffnung, dass unser letzter Kuchen verkauft wird. Das ist bisher noch nicht. Oh no, Corinna, nein! No, Corinna! Oh. Das tut mir leid, Corinna. Und auch noch auf dem Date. Wo können wir denn hingehen, wo wir auf Toilette und Duschen gehen können? Vielleicht zur Akademie. Lass uns mal zur Akademie nach da drüben gehen und dann können wir da uns duschen und uns ein bisschen besser fühlen wieder. Das lief nicht nach Plan. So, okay. Ich würde sagen, das reicht allerdings mit Erfinden erstmal. Sie hat jetzt nichts Neues erfunden, aber ist okay. Sie hat auch nicht wirklich viele Teile verbraucht. Dann würde ich tatsächlich mal Mayu wohin einladen. Und zwar zu dem einen Ort, den ich vor Ewigkeiten gebaut habe, nämlich Mittelaltercamping. Habe ich eigentlich gebaut, um mal mit den Kindern, wo sie noch Kinder waren, hinzureisen. Und dann habe ich es nie gemacht. Und vor allem war das spezifisch irgendwie auch für den Herbst gedacht. Und wie gesagt, dann war ich da nie mit den Sims. So, kauft jemand bitte noch meinen letzten Kuchen hier? Was macht ihr beide da? Valerie und Dean? Okay, sehr gut, er kommt tatsächlich hin. Okay, Valerie. Na dann.
möchte jemand bitte noch den letzten Kuchen kaufen? Das hat so Luna! Gut gestartet hier heute. Und jetzt kauft niemand unseren wunderschönen, was ist das nochmal für Kuchen? Einen wunderschönen Kürbiskuchen. Es ist Herbst, Leute. Herbst und Kürbiskuchen. Warum haben sich die Leute nicht jetzt schon drauf gestürzt? Verstehe ich nicht. Naja, Chris als Freund gewinnen finde ich vielleicht nicht so viel verlangt. Bin schon happy, wenn wir ihn nicht mehr so sehr hassen. So. Der einzige Nachteil ist ja, dass ich mit den beiden jetzt ein Date habe und ich möchte auch gerne eigentlich den Date behalten oder belassen. Aber so ist das halt. Wer ist hier? Sophia Black. Du kannst doch auch Kampfkunst, oder? Ja, ne? Und du? Du nicht so. Okay. Dann bleiben wir hier nur wirklich kurz zum Duschen. Vielleicht magst du danach nochmal Sophia fragen, ob ihr sparren möchtet. Vielleicht kannst du hier ein bisschen tanzen oder sowas. Wir gucken einfach gleich mal, was wir machen können. Oh, oder du gehst in den Whirlpool. Geh ruhig danach mal in den Whirlpool. Dann kommt Elias auch gleich noch dazu. Das klingt auch nach einer Idee. Ich hatte zwar eigentlich ganz andere Dinge geplant für die Party, aber ist egal. Nicht für die Party, für das Date. Ist egal. Das passt schon so. Hauptsache, meine Sims haben eine gute Zeit hier. Okay, bitte jemand den letzten Kuchen kaufen? Please. Lush, Lush. Komm schon. Francisco, du guckst ihn dir doch schon so lange an. Entscheide dich endlich für den Kuchen. Kubuna Nubuta. Oh. Wer bist du? Stephanie Evans. Das ist ein weirdes Outfit. Stephanie, möchtest du ihn? Come on. Ha! Danke, Francisco. Danke, danke sehr. Ha. Ja, dann vielleicht nochmal die Blog-App benutzen. Wir probieren es nochmal. Das nächste große Ding. Mit Nüssen gefüllte Muffins. 17 Anhänger gewonnen. Ja, hey. Das war doch gut. Was haben wir hier? Einen neuen Blogbeitrag schreiben. Das kriegen wir schneller hin, als die Fähigkeit zu verbessern. Schreiben wir einfach noch einen gerade. Wer ist hier? Sophia Black. Oh, das war doch die gerade da drüben, mit der ich gerade da drüben sparen wollte. Okay, so viel dazu. Wir können natürlich auch zur Party von Rashad gehen. Von Samuel und Rashad. Ehrlich gesagt, wäre eigentlich voll die Idee. Aber wir gehen erstmal in den Whirlpool. Weil wir es können. So. Ja, dann schreibt euch nochmal einen Blogbeitrag. So. Es mag erstmal gut klingen, aber kalorienarme Kuchen leiden unter zu wenig Butter. Ja, perfekt. Nochmal 16 gewonnen. Wo sind wir denn gerade? Wir sind bei 575 von 750. Hey, das ist doch sehr gut. Das finde ich doch absolut in Ordnung, muss ich sagen. Wollen wir vielleicht, wenn wir gerade hier sind, noch ein bisschen Zeit haben, vielleicht noch ein paar Sachen hier lesen? Genau, das könnten wir einmal lesen. Und dann vielleicht zurück nach Hause gehen. Uns auch so langsam mit den Tieren nochmal beschäftigen. Das wäre doch eine Idee. Wir könnten vielleicht auch hier gerade nochmal uns eine Grippespritze holen. Das wäre doch eine gute Idee. Es gibt auch gerade nichts zu an irgendwie Gewinnen, die wir mitnehmen könnten oder sowas. Ne? Die 14. Nocturne in J-Moll? Okay, never mind. Die gucke ich mir an. Ist das das eine Mal, wo hier eine Symphonie stattfindet? Das ist etwas, was ich bei meinem Amimi-Inseln-Gameplay seit Ewigkeiten versucht habe. Es ist Freitag 17 Uhr, das merke ich mir.
Weil das ist definitiv kein Film. Das ist eine Symphonie, die wir anschauen können. Wir schauen auf jeden Fall die Symphonie an, wenn wir das können. Definitiv. Genau, dann machen wir das und dann fahren wir danach halt einfach mit der U-Bahn wieder heim. So. Warum bist du hier? Warum fährst du denn? Okay, ich hoffe, dass du irgendwann ankommst, weil das halt der Ort, wo du da hin willst, ist auch richtig weit weg. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn du da jetzt mit der U-Bahn fährst. Naja. Können ja auf jeden Fall mal die Musik schön einschalten. Dann können die beiden hier ein bisschen im Whirlpool entspannen. Ja. Wenn die beiden Leute noch ein Techtelmechtel haben, also vielleicht ist das ja jetzt hier der richtige Ort dafür. Ein Whirlpool kaufen, ey. Ich meine, same, Corina. Wer will nicht ein Whirlpool So, kaufen? Manita. Hello? She da. Ich kann auf jeden Fall mal gucken, ob das mit dem Techtelmechtel klappt. Das klappt halt nicht immer hier im Whirlpool, deswegen. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Wen haben wir hier? Hiroki. Ist es nicht toll, sich kostenlos eine großartige Show anzusehen? Auf jeden Fall. So, und jetzt sind wir nämlich hier und müssen trotzdem noch das Taxi nehmen. Das hat's richtig gebracht. Ellie, das hat's richtig gebracht. Ist der Sim überhaupt noch hier? Oh ja, der ist tatsächlich hier. Hallo Mayu. Ich würde dann vielleicht wenigstens das Wetter ändern, dass es nicht mehr regnet. Weil das ist hier halt ein Outdoor-Grundstück. Und der Gedanke war, dass man hier halt irgendwie mit einer Schlafmatte oder mit einem Zelt übernachtet. Das war so ein bisschen war so ein bisschen mein Gedanke. Okay, dann sagen wir ihm auf jeden Fall mal Hallo. Können mal einschlagen. Hi, was geht, Mayu? Wir wollen ja auch beste Freunde werden mit ihm. Deswegen dachte ich, wäre das doch ganz cool, wenn wir mit ihm ein bisschen quatschen könnten. Und wenn jetzt vor allem auch der Regen aufhört. Nee, nicht über Videospiele beschweren. Wir können aber auf jeden Fall meinen Insider-Witz erzählen. Und hier kann man ja ein paar Sachen machen. Also, ich habe das hier halt schon so aufgebaut, dass man auch mit Kindern hierher kommen kann. Wir haben hier halt auch Sachen, wo man spielen kann. Was haben wir hier drin? Oh ja, hier haben wir Dominotisch. Wir haben hier Bogenschießen. Hier kann man halt essen. Ich glaube, einen Grill habe ich doch auch irgendwo, oder? Auf jeden Fall haben wir eine Feuerstelle. Man kann hier, Metalle schmelzen. Wait, what? Man kann da Metalle schmelzen und ich schmelze die noch mit dem Briefkasten. Ist ja langweilig. Oh, aber wo ich dran denke, möchte ich dieses Glasbläser-Dingens auf jeden Fall auch mit Ellie haben. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für sie. Also Erfinderwerkbank, dann dieses Glasbläser-Dingens. Ja, sehe ich alles. Sehe ich alles. Oh ja, tatsächlich. Die hatten ein gutes Techtelmechtel. Das ist doch schön. Und knuddeln noch. Sehr gut. Dann wollen wir mal gucken, findet denn jetzt bei unserem Bruder eine Party statt oder nicht? Wenn die immer noch stattfindet, können wir da natürlich hingehen. Ich weiß allerdings nicht, ob die noch passiert. Nö. Nö, da steht nichts von, dass sie eine Party feiern. Was ist das da, der Tierschau? Nee, dann würde ich vielleicht mal in unser Restaurant gehen, oder? Gehen wir mal hier essen mit unserer Verabredung zusammen. Das klingt doch nach einem wunderschönen Dateabend. Genau, du schaust dir die Symphonie an oder du hörst sie dir an. Und dann war nämlich der Monique, Gedanke, dass wir in der nächsten Ritzy Folge mit Mara und ihrem Freund Nerves Julius den Tag verbringen. Das finde ich sehr schön. Ich fände es halt cool, wenn Mario auch hier mit übernachten würde, aber ich glaube nicht, dass ich das irgendwie hinkriegen kann. Aber wir können ihn mal umarmen. Oh, wir sollten auf jeden Fall über unsere Hunde reden. Als Ah, ob wir nicht die tell me ganze Zeit über unsere Hunde why. reden würden. Unsere Hunde sind gerade älter geworden. Definitiv. Wir können auch über den Stern reden. Ich würde halt gerne auch beste Freunde werden mit ihm. Das wäre schon cool, wenn wir das schaffen. Wir können ihm vielleicht noch ein Geheimnis verraten. Gucken wir einfach mal, wie gut das klappt. Wir sind auch eh noch nicht wirklich müde. Also, alles cool. So, wie geht's denn den besagten Hunden eigentlich? Lasst uns mal schauen, wie deren Bedürfnisse so aussehen. Dir geht's soweit ganz gut. Du kannst vielleicht hier auf jeden Fall mal pieseln gehen. Du solltest dir mal ein bisschen was zu futtern holen und kauen. Du kannst auch mal hier futtern.
Und da kauen. Du kannst mal pieseln gehen. Was willst du hier? Nein, wir werden nicht den Müllhaufen fressen. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Und du kannst mal hier mit dem Ball spielen. Sehr schön. Dann sind die Hunde soweit auch beschäftigt. Ich fände es nämlich echt ganz schön, wenn wir vielleicht diesen Wunsch hinkriegen würden. Das wäre sehr nett. Dramatische Geschichte erzählen. Oh, wir können ihm auch ein Kompliment machen. Ja, klar. Sehr gut. Ja, aber es ist voll schade, dass ich dieses kleine Grundstück hier gebaut habe. Also es hat jetzt nicht lange gedauert, aber halt... Das hätte ich halt auch einfach mal nutzen können in meinem Gameplay. Ansonsten können wir das ja auch einfach in unserem nächsten Game, also in der nächsten Generation benutzen. Wenn Ellie dann erwachsen ist und Kinder hat. Dann können wir auf jeden Fall mit denen herkommen. Vielleicht ist das dann ja was sie sehr gerne macht. Vielleicht ist Ellie auch ein Mittelalter-Fan. Hm. Ich habe ja zum Beispiel auch nie Sims 3 Mittelalter gespielt. Oder Sims Mittelalter. Aber das wäre bestimmt cool. Wait. Über einen Abend in der Symphonie blocken. Das machen wir auf jeden Fall. Sobald wir zu Hause sind, beziehungsweise sobald wir unsere Grippespritze bekommen haben, machen wir das. Definitiv. Und dann können wir hier noch kurz was essen gehen und dann können wir nach Hause fahren. Das ist doch auch ein schöner Abend, den sie hatte. Das ist nämlich genau das, was ich meinte. Das sollte uns einen Booster geben. Wegen erfülltem Wunsch. Okay, wir haben eigentlich gar keinen Wunsch erfüllt wirklich, aber okay. Großartige Symphonie gesehen. Die lieblichen Melodien eines Symphonieorchesters sind ein Fest für die Ohren des Sims. Na. Genau, aber das sollte uns einen größeren Boost geben, wenn wir dann einen Blogbeitrag schreiben, solange wir dieses Moodlab haben. Deswegen nutzen wir das auf jeden Fall mal. So, tiefgründige Unterhaltung, auf jeden Fall. Aha. Vielleicht nochmal von Tieren schwer. Und dann sollten wir richtig gute Freunde sein mit ihm. Und vielleicht können wir einfach auch den nächsten Tag hier verbringen. Also ich würde hier halt übernachten. Und dann können wir danach ja mal gucken. Ich denke mal, Mario wird wahrscheinlich irgendwann gehen. Aber wir haben ja hier schon gut Zeit mit ihm verbracht. Ist irgendwas? Und wir können vielleicht ein bisschen Domino spielen mit ihm danach. Das wäre doch eigentlich ganz gut. Mit Mario gleich. Baptiste wurde von der Mama mit dem Auto zur letzten Party gebracht. Peinlich. Oha. So, da bin ich jetzt gespannt, was uns der Blogbeitrag gibt. Wir sind bei 575 und wir wollen zu 750. Ich bin sehr gespannt. Mein überraschendstes Erlebnis beim ein Abend in der Symphonie, beim Belastungstest. Nee, ich würde gerne was umschreiben. Ein Belastungstest von von geschlagenem Eiweiß. Schreibt da halt was anderes hin. 41! Yes! Genau das meine ich. Und jetzt ist halt das Moodlet weg, ne? Aber wir sind bei 616. Das ist sehr, sehr gut. Ein Hund. Ein Hund. Das ist doch ein Grill. Vielleicht ist das auch nur so ein Hintergrund-Hund. So ein Hintergrundgeräusch-Ding. Ich höre da Hunde. Aber ich sehe keinen Hund. Naja. Können wir jetzt bitte mal beste Freunde sein mit unserem Cousin? Vielleicht umarmen wir ihn dann auch nochmal. Mir ist auch ein bisschen kalt. Aber sonst können wir uns auch gleich am Feuer aufwärmen. Das ist ja nicht das Problem an sich. So, also ich würde sagen, ihr habt schon jetzt ein tolles Date, oder? Aber ich würde euch dann mal wieder nach Hause reisen lassen. Warum ist unser Hund hier drüben? Peanut? Wir wohnen hier drüben. Warum ist Peanut hier? Wie ist Peanut da hingekommen? What? Please, Peanut, geh nach Hause. Oh mein Gott. Was hast du getan, dass du hier so weit weg bist? Uff. Übelkeit, weil
Tier Katzendreck gefressen hat. Katzendreck? Wir haben hier gar keine Katzen. Ha? Ich mache mir allerdings Sorge um unser Hund, um arm Peanut. What's happening? Hä? Weil alle anderen sind hier und Peanut ist irgendwo auf der anderen Seite der Karte. Ist der abgehauen oder was ist passiert mit ihm? Das macht mir Sorgen. Ich überlege, ob ich sie vielleicht ein bisschen früher schlafen lasse heute, dass sie dann auch wach und ready ist. Aber vielleicht... Wir könnten natürlich auch noch irgendwas zu essen servieren, bevor wir wieder zurück... Also vielleicht Kekse? Und dann schlafen gehen? Wobei, wisst ihr, was wir vielleicht machen könnten? Wo ist Peanut? Peanut ist hier. Wir sind da drüben. Peanut, renn mal vielleicht. Versuch mal hier zur Straße zu rennen. Und wenn wir fertig sind, gehen wir hier. Und dann sammeln wir Peanut ein und fahren mit dem nach Hause. Ich glaube, das ist eine bessere Idee, als den armen Hund da nach Hause rennen zu lassen alleine. Ich weiß nicht, was er angestellt hat, aber was gefällt mir nicht. Was ist da passiert? So, sind wir jetzt endlich mal beste Freunde mit Mayu? Oh mein Gott, immer noch nicht? Dein Ernst? Na gut. Ja, mit Yuma. Ach so, stimmt. Ach, das war der Wunsch, der sich erfüllt hat. Mit Yuma abhängen. Ja klar, weil wir in der Schule mit ihr abgehangen haben. Klar, das ergibt Sinn. Aber spielt ihr erstmal ein bisschen Domino hier. Was man nicht sieht. Was man überhaupt nicht erkennen kann. Okay, viel Erfolg. Viel Erfolg beim Domino-Spielen. So. Henry hat eine Beförderung bekommen. So. Renn mal los, Hundi. Oh Mann, was hast du gemacht, Peanut? Was hast du gemacht, Peanut? Ach Mensch. Weiß ich ja nicht. Wir bloggen nochmal in der Zwischenzeit, bis er da ist. Neuer Beitrag. Es mag erstmal gut klingen, doch ich würde immer von künstlichen Fruchtaromen abraten. Keine Ahnung. Oh, aber wir haben trotzdem 15 Anhänger gewonnen, aber wir sollten nicht weiter bloggen. So, wo ist unser Hundi? Ich sehe nicht. Aber von irgendwo hier sollte er angerannt kommen. Von da hinten irgendwo kommt er. Ja. Die Gäste von Mare werden bald eintreffen. Wir wollen unseren Hund mitnehmen und dann gehen wir nach Hause und schlafen. Das ist der Plan. Aber ich würde wirklich gerne Peanut mitnehmen. Bist du schon da? Oder wo bist du gerade? Ja, okay, du bist schon da. Techimächer an einem öffentlichen Ort. Okay, das habe ich ganz vergessen. Da war ja was. Genau. Du kommst auch hierher. Ach, warum fährst du denn mit dem... Okay. Warum ist sie denn jetzt mit dem Kennspar gefahren und er und die U-Bahn nehmen? Ach, naja. Bist du da? Hundi, bist du da? Ja. Ach. Ach, Peanut. Ach, Mensch. Können wir ihn hochnehmen? Ja, bitte. Warte, wait. Jetzt steigt die Party? Oh. Können wir trotzdem mit dir zusammen nach Hause gehen? Funktioniert das trotzdem, wenn ich jetzt sage, dass die beiden zusammen nach Hause gehen sollen? Wir müssen ja nicht hochnehmen. Wir könnten ja trotzdem hier hingehen mit Peanut, bitte. Klappt das? Bitte, bitte, bitte lass das klappen, dass wir beide ein Taxi nehmen zusammen. Steigst du mit ins Taxi ein, Peanut, bitte? Ja. Okay, okay. Gut. Wenn wir jetzt mal zu ihr gucken. Ich glaube, da müsste ein Hund daneben sitzen. Sieht man das? Ja. Okay, sehr gut. Peanut sitzt mit dem Auto. Gut, dann holen wir den Hund mit nach Hause. Meine Güte, allein wie lange der gebraucht hat, bis er da ist. Also bis zur anderen Seite der Karte zu rennen, bis hier, wo wir wohnen. Selbst Corina schafft es nicht.
Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Hund wäre verhungert in der Zwischenzeit. Deswegen, das können wir halt natürlich gar nicht machen. Das ist überhaupt nicht okay. So, alle anderen schlafen doch hier, ne? Ja, alle anderen Hunde sind wohlbehalten zu Hause. Oh Mann, ja, dich aufhören können wir auf jeden Fall auch gleich. Ich fände es halt schön, wenn wir uns mit Mario anfreunden würden, wenn wir irgendwie beste Freunde werden mit ihm. Aber irgendwie klappt das nicht. Auf jeden Fall kannst du hier dann gleich mal das Feuer entzünden. Vielleicht können wir da auch nochmal mit Mario dran sitzen. Weil ist ja kalt gerade. Genau, dann kannst du dich gleich mal aufwärmen. Aufwärmen. Kannst du mal was rösten? Du hast einen roten Hering dabei. Ja, dann isst den. Perfekt. Sie wärmt den Hintern dran auf. Na dann. Hallo Mario. Nicht komisch gucken. Geht er? Ich glaube, er geht. Das sieht sehr danach aus, dass er nach Hause geht. War ein schöner Abend mit dir. Wäre cool gewesen, hätten wir irgendwie zusammen übernachten können, auf dem Grundstück. Das war halt so mein eigentlicher Plan. Aber sonst übernachtet Ellie halt einfach alleine hier. Oh. Oh. Habt ihr hier ge. Was ist das? Ew. Können wir das bitte sauber machen? Und dann kannst du schlafen gehen. Aber ja, Peanut. So, du kriegst. Ganz viel Futter. Guck mal, hier kannst du aus dem Napf fressen. Du kannst hier kauen. Dann kannst du hier pieseln. Und dann kannst du irgendwo ganz tolles schlafen. Hier, du kannst auf dem großen Sofa schlafen, okay? Dann kümmere dich bitte um dich. Das hat mir richtig Sorgen gemacht, warum dieser Hund jetzt einfach so weit weg ist. So, und ich würde sagen, ihr beiden könnt ihr ausgelassen sein? Gibt es das noch als Interaktion oder nicht mehr so? Nö, okay. Aber ihr könnt trotzdem hier euer Techtelmechtel haben. Ich meine, wenn sich das. Corinna wünscht sich das gefühlt jeden Tag. Und das ist sehr fair. So. Aber lustig finde ich es trotzdem. Oh, Hazel, möchtest du wirklich hier draußen schlafen? Wäre das nicht besser, wenn du drinnen schlafen gehst? Guck mal, spring mal dahin. Der Hund hat mir so Sorgen gemacht, ey. Ist ihr nicht warm? Aber sie hat sich doch aufgewärmt. Funktioniert das nicht? Das heißt, ich sollte sie jetzt nicht hier übernachten lassen, oder? Haben wir ein Zelt? Elias, du hast doch bestimmt ein Zelt. Du hast doch alles dabei. Nein? Corinna? Vielleicht haben wir in unserem. In unserer Kiste ein Zelt. Wir haben doch hier unsere Kramskiste irgendwo. Warum steht die da? Okay. Aber da haben wir doch bestimmt ein Zelt drin, oder? Nein? Ich bin sehr verwirrt. Aber warum steht die da? Die gehört hierhin. Ich bin sehr verwirrt. Aber wir haben kein Zelt. Niemand von uns hat ein Zelt. Aber ich weiß nicht, ob ich es riskieren soll. Ich dachte halt, sie könnte sich da aufwärmen. Weil sie ist aufgewärmt. Aber ist auch kalt. Keine Ahnung. Aber ich will natürlich nicht, dass sie hier erfriert. Ich würde es einfach mal versuchen. Sie schlafen zu lassen, man sieht ja, wenn ihr zu. Ah, sie ist gar nicht mehr kalt. Ach, hilft es tatsächlich mit dem. Oder vielleicht, weil 1 Grad sind wieder. Das kann natürlich auch sein. So oder so sollte sie dann hoffentlich nicht mehr erfrieren. Das wäre doch gut. Genau, dann kannst du hier nämlich einfach mal übernachten. Stellen wir uns vor, Mario wäre auch hier und würde hier auch übernachten. Das wäre cool. Aber so ist doch auch alles in Ordnung. Genau, dann haben die beiden hier noch das Ende ihres Dates. Ich würde vielleicht auch das Date beenden. Wo haben wir das denn? Verabredung beenden. Wir hatten ein wunderschönes Date zusammen. Genau. Ich habe mich gut amüsiert. Oh ja, das hast du. Das hast du, Corina. Oh, sie möchten beide natürlich wieder aufs nächste Date gehen. Machen wir bestimmt bei nächster Gelegenheit.
Genau, aber dann war das diese Folge. Wir haben Peanut gerettet, dem es immer noch ziemlich mies geht, aber hoffentlich bald wieder besser, wenn er sich hier um seine Bedürfnisse gekümmert hat. Ich weiß nicht, was da passiert ist mit dir, Peanut. Aber dann können wir in der nächsten Folge Maras Besuch, nämlich ihren Freund aus der Uni-Welt, erwarten. Können wir den Tag mit Julius verbringen. Und dann schauen wir mal, was wir mit den anderen noch so machen werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!